Willkommen, liebe Modellbahnfreunde und natürlich auch die Freunde von X-Train 24 zur Neuheitenvorstellung aus dem Hause Viessmann. Es sind ungewöhnliche Zeiten, das erfordert natürlich auch ungewöhnliche Maßnahmen. Und so sind wir nach Rettichhausen an den Firmensitz von Viessmann gefahren, um Ihnen die Neuheiten des Jahres 2021 zu präsentieren. Um Ihnen auch ein bisschen Nürnberg-Feeling, Spielwarenmesse-Feeling rüberzubringen, haben wir uns ganz einfach erlaubt, mal den Stand ein bisschen aufzubauen. Und an meiner Seite, an meiner Linken, begrüße ich jetzt erstmal zum sogenannten Warm-up, bevor wir sozusagen die Neuheiten bringen, Wieland Viessmann ganz herzlich. Und wir wollen uns erstmal darüber unterhalten, was war im vergangenen Jahr los, was war bei euch mit Corona und wie geht es überhaupt weiter? Okay, ja, auch von unserer Seite herzlich willkommen, liebe Modellbahner. Lieber Frank, begonnen hat es im letzten Jahr im März, als wir hörten, naja, jetzt kommt der Lockdown und so weiter. Und da habe ich schon ein bisschen Angst bekommen, jetzt machen die Geschäfte alle zu, Lockdown, jetzt gehen die Umsätze runter und man hat da schon Ängste. Aber es hat sich gezeigt im Laufe des Dezember, solange die Paketdienste fahren, solange die LKWs von Ungarn kommen, uns die Ware bringen, hat das alles gut funktioniert. Und es gibt eine ganze Menge von Branchen, die wirklich darunter leiden. Aber die Modellbahnbranche, Gott sei Dank nicht. Es hat sich gezeigt, dass eben dadurch, dass die Leute eben mehr gezwungen waren, zu Hause zu bleiben, es wurde vielleicht auch der eine oder andere Euro gespart durch ausgefallene Urlaubsreisen, sodass wir ein Stück weit schon sehr zufrieden sein können im letzten Jahr mit den Umsätzen. Und das hat sich in diesem Jahr jetzt im Januar auch so fortgesetzt. Also direkt jetzt Ausfälle bei euch im Betrieb hat es nicht gegeben, irgendwie, dass man sagen Nein, kann? Nein, wir hatten auch das Glück, dass wir halt auch durch Krankheitsfälle verschont geblieben worden sind im Großen und Ganzen und dass der Laden rund gelaufen ist, kann man so sagen. Du sprachst es gerade an, der übrig gebliebene Euro wurde in die Modellbahn gesteckt. Das können wir natürlich alle bestätigen, das ist tatsächlich so. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass eine ganz große Menge von Wiedereinsteigern oder Neumodellbahnern sich diesem Hobby gewidmet haben. Wie kannst du dir das erklären? Tja, meine Rede ist ohnehin ein sehr wertvolles Hobby, pädagogisch sehr wertvoll und auch dadurch, dass die Kids jetzt auch gezwungen waren, zu Hause zu bleiben und man sie irgendwie beschäftigen musste, ist natürlich sehr naheliegend, das schöne Modellbahn-Hobby, das wie gesagt pädagogisch sehr wertvoll ist. Man kann angefangen vom kreativen Landschaftsbau Häuschen zusammenkleben, was noch relativ einfach ist, einfache Stromkreise mit solchen Leuchten herzustellen, bis hin zur voll digitalisierten Modellbahn ist alles dabei. Das ist ein sehr lehrreiches Hobby und ich glaube, das haben auch so manche Eltern und Erzieher begriffen, dass eben das Modellbahn-Hobby schon nicht nur viel Spaß macht, sondern auch sehr wertvoll ist. Es ist auch ein sehr vielseitiges Hobby. Ich habe mir mal erzählen lassen, dass mindestens 5 Grundberufe drinstecken, wenn man in der Modellbahn anfängt, vom Elektroniker, Elektriker, Modellbau, Tischler. Es ist ja Gestalter, man muss ja auch kreativ bei der ganzen Geschichte sein. Und das ist auch ganz wichtig für die Kinder. Und ihr seid ja nun mit der Firma Viessmann sozusagen in der glücklichen Lage, alles zu bieten vom Häuschen. Es fehlt mehr oder weniger nur noch Geländegestaltung, wobei das auch nicht ganz stimmt, denn mit der Steinkunst seid ihr ja auch mit dran. Also im Grunde genommen habt ihr eigentlich ein Vollsortiment. Ja, bevor ich mich vor 33 Jahren selbstständig gemacht hatte, habe ich alle 2 Jahre den Beruf gewechselt, weil es mir halt so langweilig wurde. Ne? Und seit ich jetzt in der Modellbahnbranche bin, hat man auch gesagt, naja, wollen wir mal abwarten, nach 2 Jahren wechselst du das. Ne? Aber nein, das ist so umfangreich, so vielfältig, das Hobby, dass ich in allen Bereichen voll ausgelastet bin als Techniker. Es macht mir nach wie vor Spaß, von der Mechanik, von der Feinmechanik hin über den Formenbau, über die Elektronik. Super schöne Sache. Nun habe ich mir noch sagen lassen, dass dies ja noch ein Jubiläum ins Haus steht. Ja. Ja, die Firma Vollmar wird, nachdem wir letztes Jahr Kibri 125 Jahre gefeiert haben, man muss sich vorstellen, dass das eben 1895 gegründet worden ist. Kibri. Das muss man sich mal überlegen. Das ist schon eine Zahl. Unglaublich. Ja. Und jetzt haben wir dieses Jahr 75 Jahre Vollmar, wo auch die Modellbahner und Modellbahnerinnen gespannt sein dürfen, was wir alles bringen dieses Jahr. Warum hast du dir das angetan, neben Kibri auch noch Vollmar dazu zu nehmen?
Ja, wir als Fissmann wissen ja sehr innovativ. Wir beherrschen die Antriebstechnik, die Mechanik überhaupt, Elektronik. Und dann war zuerst Kibri zum Verkauf. Und es lag mir natürlich am Herzen, indem ich vorher schon Kontakte zu Kibri hatte, auf allen möglichen Ebenen die Marke zu erhalten. Das war ganz wichtig, weil Vollmer hat einen Formenschatz von über 6000 Kunststoffspritzgussformen, die nicht zerpflückt werden sollten. Das war mein Anliegen. Darüber hinaus aber hat Vollmer so viele Modelle, Fahrzeugmodelle, Straßenmodelle, Schienenfahrzeuge und Häuser, Modellhäuser, die ich gerne mit Leben erfüllen wollte. Mit Beleuchtung, mit Bewegung. Und das haben wir mit der Railcom Motion und anderen Dingen sehr gut hingebekommen, sodass wir diese Produkte mit Leben erfüllen. Natürlich machen wir auch Formneuheiten, wie jetzt die Logistikhalle und jetzt diese Wartungshalle. Bei Vollmer ist es das Gleiche, auch als Vollmer zum Verkauf stand. Ne, wollten wir die Marke eigentlich retten und haben das auch geschafft. Und wie gesagt, wir haben dann mit Vollmer Steinkunst und auch neue Produkte entwickelt, die Marke weiterentwickelt, aber auch mit Leben erfüllt, indem wir unsere Antriebstechnik, Beleuchtungstechniken dort eingebracht haben. Also im Laufe des Jahres kommen im Bereich Vollmer sicherlich das eine oder andere. Ja, das fängt jetzt an mit dem ganz modernen Bahnhof Willingen, den wir komplett als Formneuheit vorstellen für Vollmer. Es ist natürlich nicht mehr so wie früher, dass man eben ganz leicht Formneuheiten bringen konnte, weil die Stückzahlen sind nicht mehr so wie früher im Häuschenbau und die Formen sind sehr, sehr teuer. Und da muss man sich schon sehr gut überlegen, bringt man eine Formneuheit, macht man Lasercut oder ja. Nun gibt es ja noch eine Initiative, in der ihr auch mitgewirkt habt und auch entsprechend investiert habt vom DVSI, Wir Modellbahner. Ja. Darüber würde ich gerne mit dir noch mal ganz kurz sprechen. Was ist der Aufhänger gewesen für diese Initiative? Ja, auch darauf bin ich sehr stolz, weil wie gesagt, ich bin seit 33 Jahren dabei. In den Anfangsjahren, so bis Ende der 90er Jahre, war die Modellbahnbranche schon sehr distanziert zueinander. Man war Wettbewerber. Obwohl die Branche sehr klein ist, hätte man viel mehr zusammentun müssen können. Und jetzt durch Wir Modellbahner sind 12 Firmen dabei, namhafte Firmen in der Modellbahnbranche. Hier in Deutschland, auch Österreicher sind dabei, auch für Marokko. Dass wir zusammen was machen, um das Modellbahn-Hobby in die Gesellschaft zu bringen. Das heißt, gesellschaftsfähiger zu machen. Besonders hervorzuheben ist hier das Engagement von Florian Sieber, der die Gruppe Wir Modellbahner zusammengebracht hat unter dem Dach des DVSI. Die Kooperation mit Märklin im Allgemeinen zu anderen Herstellern, vor allen Dingen jetzt auch zu Fissmann natürlich, ist sehr lobenswert, bringt die Branche weiter. Dort haben sich mittlerweile auch Freundschaften entwickelt. Der Wolfhard Bächle, Geschäftsführer von Märklin, zu dem ich persönlich mittlerweile auch wirklich ein sehr, sehr freundschaftliches Verhältnis habe. Der Wolfhard ist eine sehr vertrauenswürdige Person. Wir legen unsere Stärken zusammen, wir helfen uns gegenseitig. Und so kommen Produkte heraus, wie dieser Unimar zum Beispiel, vorher schon der Robel und der Unimog, den wir auch zusammen entwickelt haben. Das ist dann eben wirtschaftlich und auch technisch für beide Firmen sehr erfolgreich. Nochmal zurückzukommen auf Ihr Modellbahner. Das ist ja auch eine Kampagne als Werbung für die Branche, sodass wir verschiedene Gruppen, verschiedene Personen herausstellen. Das heißt ja, ich bekenne mich zur Modellbahn und dieser Slogan, ich bekenne, dazu haben wir auch letztes Jahr diesen Film gemacht mit dem Rocker. Und ja, das hast du eben schon gesagt, verschiedene Typen, die sich da vorstellen. Und nun ja. Und in diesem Film sieht man ja auch die unterschiedlichsten Typen, beziehungsweise es werden ja alle Menschen angesprochen, vom Rocker angefangen, was wir gleich nochmal sehen werden, bis hin zur Hausfrau, sage ich mal. Es sind alles Menschen, die in diesem Hobby vereint werden sollen, weil es eben schön ist und auch Spaß macht. Es ist ja auch in Wirklichkeit so, weil wir beobachten das immer mehr jetzt auf den Messen zum Beispiel, dass junge Familien, auch teilweise Frauen, Alleinstehende, Alleinerziehende, offensichtlich mit ihren Kindern kommen, interessieren sich für das Hobby. Und das ist
über alle Altersschichten hinweg ein sehr interessantes und ein Hobby, was wirklich Spaß macht. Und das Angebot ist ja auch reichhaltig, wenn man mal sich umschaut, gerade im Bereich Modellbahn. Ist es also mit Sicherheit auch für Sie angesprochen, liebe Zuschauer oder Neulinge in der Richtung, wirklich ganz, ganz viel dabei. Und mit diesem Film, mit diesem Werbefilm, bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für dieses kurze Gespräch in der Richtung. Bevor wir zu den Neuheiten kommen, schauen wir uns jetzt mal an, was mit Wir Modellbahner gemeint ist. Ja, so sind wir Modellbahner, liebe Freunde. Dieser kurze, schöne Werbefilm hat es ja gezeigt. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem hauptsächlichen Teil, warum wir heute hier sind, nämlich zu den Neuheiten. Und da haben wir gerade fliegenden Wechsel gemacht. Zu meiner Linken sitzt Egbert Pitz. Grüß dich, lieber Eggy. Hallo Frank, grüß dich. Schön, dass du hier bist. Und wir sind jetzt alle gespannt, was du uns an Neuheiten präsentieren wirst. Ja, die Neuheiten, wir machen uns jedes Jahr wieder neue oder Gedanken darüber, wo treffen wir den Zahn der Zeit? Können wir Kundenwünsche verwirklichen? Es ist immer sehr, sehr schwierig, auch dann die richtigen Sachen rauszubringen, auf den Markt zu bringen und als Neuheiten zu präsentieren. Aber ich denke, wir haben eigentlich eine ganz schöne Auswahl getroffen und ja, da können wir uns beide jetzt gerne mal drüber unterhalten. Dann lass uns mal loslegen. Was ist das Erste, was du uns mitgebracht hast? Ja, beginnen möchte ich mit der Marke Vollmer und im Vollmer-Bereich beginnen wir auch gleichzeitig mit einer Gleiswaage in der Spur H0. Das ist ein sehr schönes kleines Produkt. Mhm. Sie sehen es gerade und da kann man das kann man zur Ausgestaltung nehmen für ein Bahnbetriebswerk und ja. Das ist so der Einstieg bei der Marke Vollmer. Und das ist eine Neukonstruktion? Das ist auch eine Wiederauflage. Wir haben einige Wiederauflagen dabei, vielleicht in anderen Farbkombis oder Produkte, die wir zum Beispiel noch nie produziert haben, ob das jetzt im Bereich Vollmer oder Kipri ist, sondern auch wieder, ich sag mal, Produkte, die so noch nicht in unserem Programm waren. Ist das jetzt eine spezielle Anfrage oder der Wunsch gewesen von Modellbahnern, dass ihr die Gleiswaage gebracht habt? In der oder? Gleiswaage jetzt in dem speziellen Fall nicht, sondern das ist einfach eine Auswahl, die wir getroffen haben, weil wir gesagt haben, das ist ein sehr schickes kleines Teil, das kann man auf jeder Anlage platzieren. Genau. Und von daher haben wir uns für die Gleiswaage entschieden. Gibt es denn eigentlich heute noch Gleiswagen? Frage ich mich mal ganz ernsthaft. Also Frank, da fragst du mich etwas. Ich bin in der Zeit groß geworden, wo es das wahrscheinlich schon nicht mehr gab. Aber ich denke mir, der Modellbahner an sich, der lebt ja auch so die Vergangenheit mehr. Und da kommt natürlich die Gleiswaage zum Tragen. Genau. Also ich sag mal so, Epoche 3 vermute ich mal so in dem Bereich, wo es angesiedelt gewesen sei. Gibt's eine Gleiswaage ist ja nicht nur die Hütte, sondern da war ja sicherlich noch ein Gleisstück, was da... Urigerweise oder komischerweise ist es wirklich so, dass wir
bei Vollmer geforscht haben und es gab diese Gleiswaage nur so in dieser Form, ohne ein Gleisstück dabei. Ich fasse es nicht. Deshalb ist es wirklich so, dass wir die reine Gleiswaage als Gebäude nur darstellen. So, dann kommen wir zum nächsten, zur nächsten Neuheit. Auch etwas zum Ausgestalten von Baustellen, von Das kennt man als Autofahrer ganz bestimmt. Das sieht man nicht so gern, wenn die Dinge auf der Autobahn oder auf der Straße rumstehen. Ja, das sind aber keine Wohnwagen und die haben auch kein gelbes Nummernschild. Das sind einfach Bauwagen, die man auch wieder für jede Baustelle in der gewissen Epoche dann auf die Baustellen stellen kann und auch die an einem Bahnbetriebswerk stehen. Und von zum daher Beispiel könnte man die zur Ausgestaltung. Und die finden auch natürlich überall Platz auf jeder Anlage. Also ich sage ja so, ein Modellbahner, wenn er eine Anlage, man sagt ja immer, eine Anlage wird nie fertig. Man findet immer irgendwo ein Stück, wo man sagt, da baue ich noch was hin. Und gerade bei diesem Bauwagen könnte ich mir ganz gut vorstellen, ihr habt ja auch diese E-Motion-Figuren. Da gibt es ja auch direkt Gleisbauarbeiter, die man ja vielleicht da noch in den Zusammenhang mit anbringen könnte. Genau, du sprichst es an, die E-Motion-Serie umfasst ja ganz viele bewegte Figuren, da sind wir ganz stolz drauf, dass wir wirklich, ich sag mal, ob es der Gleisbauarbeiter ist mit einem Presslufthammer, der arbeitet, jemand, der den Sand von links nach rechts schüppt, oder wir haben ganz, ganz viele E-Motion-Figuren, wir haben auch bei den Neuheiten eine neue E-Motion-Figur dabei, aber da kommen wir sicherlich später noch zu. Aber die Emotion-Geschichte oder die Emotion-Serie als Kombination wunderbar zu kombinieren mit dieser ganzen Emotion-Serie, was wir so. Die Gleisbauarbeit. Ja, natürlich. Ja. Es muss ja gebaut werden, liebe Zuschauer, sonst rollt es ja nicht auf der Anlage. Dann kommen wir zum nächsten Formneuheit. Ja, und zwar kommen wir zu dem Bahnhof Willingen. Und das ist eine Formneuheit. Zum 75-jährigen Jubiläum von Vollmer haben wir den Bahnhof Willingen aufgelegt. Das da hier gezeigte Modell ist allerdings ein 3D-Modell. Mhm. Das heißt, farbig wird es noch etwas abweichen. Mhm. Für Leute, denen der Ort Willingen nicht viel sagt, Willingen liegt im Upland, vielen bekannt durch das Weltcup-Skispringen, was gerade am vergangenen Wochenende stattgefunden hat. Und dort findet man diesen wunderschönen, modernen Bahnhof. Also ich muss mal dazu sagen, er sieht ja wirklich außergewöhnlich aus, schon mit diesem geschwungenen Ein- und Ausgang, also von der Straße zum Bahnsteig rüber. Es ist also schon ein sehr repräsentatives Gebäude, würde ich sagen. Macht was her. Es ist ein sehr modernes Gebäude. Ja. Obwohl, man könnte auch sagen, es könnte etwas älter sein. Ja, aber vielleicht hat man diese Kombination gesucht mit diesen Tonnengauben, diese runden oder halbrunden Eingänge, die du gerade erwähnt hast. Hat man sicherlich den Zusammenhang oder einfach gesagt, okay, man guckt mal, dass man alt und neu etwas kombiniert. Und er ist 2009 fertiggestellt worden, so in dieser Art, wie man jetzt hier sehen im Original. Und von daher nenne ich ihn jetzt mal modernen Bahnhof, aber die Kombi aus alt und neu ist hier sicherlich gut gelungen und integriert sich dann halt toll in dieses Gesamtbild. Genau. Und man sieht es ja auch im Bild nochmal, der Bahnhof alleine macht es ja nicht aus. Da gehören ja wieder Accessoires und ich hatte es ja vorhin auch schon mit Wieland besprochen. Zum Glück ist man ja bei der Firma Fiesmann da sehr vielseitig, dass man da also alles Mögliche auch an dem Bahnhof an- und dazu bauen kann. Sei es, wie es hier im Bild zu sehen ist, eine Litfaßsäule, man kann Lampen anbringen, man kann eine Bushaltestelle hinbauen, man kann, was kann man denn noch machen? Ja, das Thema Steinkunst, du hattest es vorhin bei Wieland schon angeregt oder angesprochen. Das Thema Steinkunst ist für uns ganz groß. Und da haben wir hier zum Beispiel auch auf dem Foto zu sehen, die Steinkunst mit ins Bild gebracht. Wir haben die Steinkunstpflastersteine. Steinkunst ist sehr aufwendig in der Herstellung. Es wird wirklich alles per Handarbeit hergestellt. Und da gibt es Steinkunststraßen, es gibt die Steinkunstpaste, mit der ich frei modellieren kann. Habe ich schon gemacht, macht sich wunderbar, muss ich sagen. Und vor allen Dingen bei der Steinkunst, man kann es nicht oft genug sagen, liebe Zuschauer, das ist mineralisch, da ist nichts Chemie, außer der Kleber. Und ja, das ist ein sedimentgebundenes Material, ein großer Anteil ist Quarzsand. Genau. Dort sind verschiedene Materialien mit eingearbeitet, aber es ist halt wirklich Natur. Es sieht aus wie Stein, es fühlt sich an wie Stein und es ist wirklich so naturnah, wie es nur irgend geht. Genau. Und da sind wir ganz stolz drauf, auf die Vollmer Steinkunst. Richtig. Und man kann, liebe Zuschauer, auch diese Steinkunstpaste nach Belieben einfärben. Ja, wenn ich also jetzt zum Beispiel eine Wiese anlegen möchte, kann ich die schön dunkelbraun machen, da wird man also eine gewisse Tiefe kriegt und dann kann man mit einem
Begrasungsbeflockungsgerät, egal was man da nimmt. Also auch wunderschön dann entsprechend die Sache noch garnieren und gestalten. Also die Steinkunstsache ist meiner Meinung nach immer noch so ein bisschen unterschätzt worden. Aber ich finde, es ist eine gute Angelegenheit und eine schöne Sache. Aber wir wollen ja nicht nur über die Steinkunst reden, da sind wir jetzt ein bisschen abgewichen. Es ging eigentlich nur darum, dass man also neben den wunderschönen Modellen, Häusermodellen, also bei der Firma Füßmann auch im Accessoirebereich fündig wird, was man zum Bahnhof noch machen kann oder was es noch dazu gibt. Dazu kommen wir dann gleich nochmal. Man kann also ganz, ganz viele Dinge dazu tun, wenn es eine poplige Uhr ist, die man... Ja, eine Uhr, die komplette Beleuchtung, die Innenbeleuchtung. Genau. Wir haben die Bahnsteige passend zu solchen Modellen. Ja. Und von daher, wir bieten im Grunde genommen alles aus einer Hand. Man kann die Sachen ganz viel kombinieren, ob das jetzt die Fissmann-Produkte sind, die Vollmer-Produkte, genau. Auch die Kipri-Produkte. Also dieser Bahnhof ist, wir könnten jetzt wahrscheinlich stundenlang drüber reden, aber wir wollen ja weitermachen. Der Bahnhof ist ein tolles Teil. Ecki hat gesagt, es ist ein ganz moderner. Ja, da kann man geteilter Ansicht sein, aber es ist ein schöner, repräsentativer Bau. Das ist er wohl, ja. Und jetzt gucken wir uns das Nächste an. Ja, als Nächstes kommen wir ja in die etwas schlüpfrigere Variante. Wir haben einen Erotik-Shop mit Inneneinrichtungen, der rot beleuchtet ist. Und ja, auch da ist wieder eine Kombination gegeben. Wir haben ja schon in dem, nenn es jetzt mal Erotik-Bereich, auch in der Emotion-Serie unser sexy Liebespaar in zwei Variationen. Und von daher haben wir gesagt, okay, auch ein bisschen Leben, bisschen Privatsphäre. Es ist das Leben, was eigentlich auch draußen vor der Haustür sich abspielt. Es ist ja nichts Neues, sagen wir mal so. Es ist in der Welt ja eigentlich da. Der eine nimmt es wahr, der andere nicht. Genau. Ihr habt es wahrgenommen und das Ganze im Modell umgesetzt. Finde ich toll, die Idee. Und die beiden Tänzerinnen, die dazugehören. Die beiden Liebespaare, die dazugehören. Liebespaare. Die sexy Liebespaare. Schon wieder ganz. Okay. Du warst schon einen Schritt zu weit, aber da kommen wir jetzt zu. Also, die Liebespaare sind die eine Geschichte und jetzt kommen wir zu diesen Tänzerinnen. Ja, jetzt sind wir bei Vollmer soweit durch. Jetzt würde ich dann mit Füßmann weiter fortsetzen und du sprachst es gerade an. Du hast die Tänzerin vorweggenommen. Wir haben eine erotische Tänzerin, die man auch nach selbst gestalten kann, selbst bemalen kann, so dass sie auch als Pole-Dancerin gilt. Die hat diesen patentierten Unterflorantrieb. Die bewegt sich und das ist ja das Credo hinter der Emotion-Serie, dass wir auch Bewegung auf die Modelleisenbahn, nicht nur einfach dieses zweidimensionale, ich habe ein Häuschen dort stehen, dass das oder dreidimensional wirkt, aber ich möchte Bewegung darauf bringen. Und mit der Emotion-Serie haben wir ganz viele Figuren, die Bewegung dorthin bringen und die erotische Tänzerin ist eine davon, somit haben wir das Sortiment um diese erweitert. Also das muss ich euch ja lassen. Bewegung war ja schon immer ein Spezialthema von euch. Ich kann mich erinnern, es ist schon viele Jahre her, wo ich mit Wieland auf der Messe gestanden habe. Da hat er ein Haus, ich sage jetzt mal Freudenhaus, präsentiert. Wir haben dann lustigerweise schon Themen eingespielt dazu. Auch das war ein Hingucker. Also es war schon immer irgendwo ein Thema. Aber was ich am allerschärfsten fand, das ist aber auch aus der Klamottenkiste geholt, dieser Freiluftklo mit dieser öffnenden Tür, wenn der Zug vorbeifährt. Ja, diese Klogeschichten, ne? Das meine ich. Zum Beispiel. Genau. Es sind so nette Sachen, so, wo man so schmunzeln kann, gehört genauso dazu, ist ganz klar. Natürlich, gehört genauso auf die Anlage. Genauso wie die Bewegung auf die Anlage gehört, gehört auch der Sound zu verschiedenen Produkten auf die Anlage. Und schon sind wir bei der nächsten Neuheit. Wir haben um jetzt in dem Bereich Erotik zu bleiben, zu dem sexy Liebespaar jetzt auch ein Soundmodul. Das heißt, wo das Herzchen drauf ist? Das ist das, wo das Herzchen drauf ist. Genau, haben wir jetzt dieses Soundmodul auch passend dazu, weil nicht nur die Bewegung, sondern auch dieses akustische Wahrnehmen finde ich sehr, sehr wichtig. Das macht das Ganze erlebbar. Und wir haben zu unseren vielen Emotion-Figuren Soundmodule. Nur für Erwachsene. Das ist dann... FSK 18. Ja, zum Beispiel. Ja. Aber es gibt ja noch mehr Soundmodule, abgesehen jetzt von den, wo wir über gesprochen haben. Ihr habt ja eigentlich schon recht viel. Ob das Soundmodul für den Mann mit der Motorsäge ist, für den Waldarbeiter, für den Holzhacker. Wir haben in ganz vielen Bereichen die Soundmodule immer passend abgestimmt zu den Emotionen, also zu diesen Figuren.
Und das hat uns auch dazu bewegt. Wir haben ja in der Emotion-Serie auch den Hühnerhof. Und zu dem Hühnerhof haben wir natürlich passend dieses Soundmodul, dass man es auch da nicht nur sieht, sondern auch, akustisch dann dementsprechend erlebt und erlebbar macht. Wobei ich aber sagen muss, man kann wahrscheinlich immer nur eins abspielen, sonst wird es wahrscheinlich einen Höllenlärm und durcheinander. Ja, dann kommt es so ein bisschen wie auf der Geisterbahn, wenn man zu viele Töne mischt. Von daher immer eins nach dem anderen und dann erleben wir das. Gut, machen wir weiter in den Neuheiten. Was gibt es noch anzubieten, ganz besonders für dieses Jahr? Jetzt muss mich gerade sortieren. Gut. Okay, der beleuchtete Fahrkartenautomat. Da sind wir gerade bei den Accessoires von dem Bahnhof wieder. Bei der Ausgestaltung eines Bahnhofs. Wenn er denn mal funktioniert, funktioniert eurer? Der ist nicht funktionsfähig, der ist beleuchtet. Das ist die Funktion. Das sollte funktionieren. Das sollte funktionieren und das wird auch funktionieren. Ja. Und dieser Fahrkartenautomat, den kann man überall auf einen Bahnsteig stellen, auf einen Bahnhof, innen rein. Diesen Fahrkartenautomaten haben wir für dieses Jahr gesagt, okay, sowas haben wir noch nicht im Sortiment, sowas brauchen wir. Und somit haben wir uns für diesen... Der Clou wäre ja, wenn das Ding noch richtig funktionieren würde, aber okay. Das ist vielleicht der nächste Schritt, vielleicht ein Update. Alles klar. So, was gibt es noch in diesem Bereich? Hast du sonst noch was anzubieten? Ja, dann kommen wir zu einem Signalfuß. Ein Signalfuß? Ja. Für? Für verschiedene Bettungsgleise, weil viele haben das Problem, wenn sie mit einem Bettungsgleis arbeiten, den Abstand von dem Anlagenaufbau auf die Höhe des Bettungsgleises zu kommen. Somit haben wir einen Signalfuß für all unsere Lichtsignale mit Patentsteckfuß entwickelt, der einen wunderbaren Ausgleich schafft und ich komme auf die Höhe des Bettungsgleises, passend für das Märklin-C-Gleis, Trix, Rocco-Geoline oder Pico-A-Gleis. Und sowas gibt es noch nicht am Markt. Und das ist wirklich, ich habe jetzt mal einen Post gemacht bei Instagram und da kam einer, sowas gibt es noch nicht, das ist super toll, das ist sofort gekauft, weil es das bisher noch nicht so auf dem Markt gab. Oder man eben sich mühselig selber zurecht zusammenbasteln musste. Somit kann er also auf euren Sockel zurückgreifen und das Schöne ist, er ist sogar steckbar. Genau, der ist passend für diese Bettungsgleise und das passt wunderbar, dann braucht man nicht groß basteln. Ja, als nächstes haben wir die beliebte Robel-Serie wieder nochmal erweitert, um verschiedene Bedruckungsvarianten. Einmal zu sehen hier der CFL, das ist eine Variante für Luxemburg. Und der Robel, ja, mit dem bewegten Kran, den hatten wir schon in anderen Bedruckungsvarianten. Das war ja eigentlich schon mal Neuheit gewesen. Also kommen hier nur andere Bedruckungsvarianten. Bedruckungsvarianten, genau, haben wir für dieses Jahr für zwei entschieden. Einmal, wie gesagt, den gezeigten CFL für Luxemburg. Und dann gibt es noch eine andere Bedruckungsvariante mit dem Namen Arslev. Das ist für den dänischen oder in dem dänischen Bereich. Ja. Da haben wir die beiden Robeln mit dem bewegten Kran. Bei den Robel-Fahrzeugen fällt mir gerade ein, dass die gibt es ja auch im Dreileiter oder zwei Schienen-Dreileiter-System. Ich weiß nicht, wie das heißt, man möge das entschuldigen, aber ich sage jetzt mal ganz schlicht und ergreifend Märklin. Und da gibt es ja auch ein Stichwort, beziehungsweise kann ich dir ja ein Stichwort geben in der Richtung Zusammenarbeit mit Märklin. Genau. Ja, du hast es erwähnt, das Thema Zweileiter, Dreileiter. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Ja. Und ja, wir sind stolz drauf, dass Märklin eine Kooperation mit uns eingegangen ist. Jetzt gerade im Bereich des Robels machen wir das ja schon länger. Und ja, ich finde es toll, dass es so Kooperationen gibt. Und ich glaube, dafür verantwortlich oder ja, federführend ist Familie Sieber unter der Führung von Florian Sieber, der einfach gesagt hat, okay, nicht gegeneinander, sondern miteinander. Und da sind wir ganz stolz drauf. Die Produkte werden bei uns entwickelt und wir sind im Zweileiterbereich dann eben unterwegs und Märklin dann eben im Dreileiterbereich. Und du sprachst es an. Es gibt auch eine weitere Kooperation und das sehen wir vor mir auf dem Tisch. Ja. Den Unimaten, das ist die Top-Neuheit aus dem vergangenen Jahr. Ja. Der jetzt dann auch zur Auslieferung kommt. Märklin hat ihn jetzt auch als Neuheit nochmal vor. ACL hat ihn letztes Jahr als Neuheit vorgestellt und auch da sind wir stolz drauf. Und das ist eine ganz tolle Kooperation und es macht wirklich Spaß, das so zu führen. Das ist auch das, was der Wieland vorhin ansprach, dass es eigentlich sehr lange gedauert hat, bis also Modellbahnfirmen miteinander produktionsübergreifend was auf die Schiene stellen, muss ich mal sagen.
Und gerade im Baufahrzeugbereich oder im Gleisbaubereich seid ihr eigentlich führend. Könntet ihr fast Plasser und Teurer heißen. Ja, wir haben schon sehr viele Produkte von Plasser und Teurer nachgebaut. Das stimmt wirklich. Und du sprichst es an, das Thema Gleisbau. Gleisbau ist wirklich einzigartig und da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Und ja, wir haben halt ganz viele Fahrzeuge auch aus der Kipri-Serie, die ja ganz viele Standmodelle hatten, dann auch dementsprechend für den Gleisbau auch motorisiert. Unter anderem den Robel. Den Robel, genau. Ja, den es ja vorher so als Standmodell gab. Und da sind wir ganz stolz drauf, dass wir den dann auch in Bewegung gebracht haben. Und das ist auch ein Großteil der Intention dahinter. Warum hat man damals Kipri übernommen? Dass man sagt, Kipri hat so eine tolle Produktpalette, aber wir wollten mehr daraus machen. Wir wollten die Häuser beleuchten. Wir wollten das Ganze in Bewegung bringen, die Fahrzeuge in Bewegung bringen. Und das Thema Gleisbau ist ganz groß. Und das ist eine tolle Überleitung von dir. Wir gehen dann zur Marke Kipri. Und dort haben wir eine wunderbare und tolle Gleisbauhalle mit einer Formneuheit, die unten drunter versteckt ist. Die sehen wir jetzt auch im Bild. Genau, die sehen wir jetzt auch im Bild mit einer befahrbaren Grube, die sowohl tauglich ist für zwei oder auch drei Leiter, denn die mitgelieferten Schienen kann man montieren, also wie man sie möchte. Wieder ein Ergebnis der übergreifenden Zusammenarbeit. So könnte man das sagen, ja, weil es gibt ja doch sehr viele Märklinisten, nenne ich sie immer ganz witzigerweise. Ist auch gut, ja. Die Märklin-affin sind und wir müssen halt im Dreileiterbereich da etwas bieten. Und da haben wir gesagt, okay, wir bauen die Halle so. Jetzt sehen wir sie nochmal von innen. Auch hier haben wir natürlich tolle Möglichkeiten. Wir haben die automatischen Rolltore, die wir jetzt mal verbaut haben. Wir haben die Grubenbeleuchtung mit einem LED-Streifen. Wir haben ein Schweißlicht. Das heißt also, auch da können wir Leben in die ganze Gleisbauhalle bringen. Und das ist einfach, ja, nicht nur einfach eine Halle, wo ich ein Tor von Hand oder auf und zu mache, sondern ich kann sie wirklich komplett ausgestalten mit ganz vielen Viessmann-Produkten. Kann rundherum die Beleuchtung mit den Lampen, die wir im Sortiment haben, sind wir wieder bei den Lampen. Genau. Und was mir auch aufgefallen ist, man kann ja, die Halle ist ja in der Grundform, ich glaube, 5 Elemente. Genau. Die ist erweiterbar. Genau. Das heißt also, wenn ich jetzt diesen Gleisbauzug komplett in so eine Halle fahren möchte, könnte ich das eigentlich zustande bringen. Genau, und dafür haben wir, du hast es wieder vorweggenommen, das finde ich toll. Ach, echt. dafür haben wir dieses Erweiterungsset für diese Gleisbauhalle, das um zwei Segmente umfasst. Und du kannst mit diesen zwei Segmenten eigentlich deine Halle beliebig verlängern, so dass du auch einen ganz langen Gleisbauzug unterbringen kannst. Du kannst mit dem Standard 5 Elementen, nenne ich es jetzt einfach mal, passt wunderbar der Zwei-Wege-Unimog rein. Und wenn wir die zwei Elemente dazu nehmen, dann haben wir 7 Elemente, dann würde sogar der Unimat reinpassen. Oder dann halt, wie gesagt, unendlich verlängerbar, so dass man halt auch einen kompletten Gleisbauzug dort unterbringen könnte. In der Halle hast du aber uns noch was unterschlagen. Ich möchte gerne das Bild von der Halle nochmal von oben bitte haben. Da gibt es ja auch neuerdings eine Büroeinrichtung. Da gibt es einen Bürokomplex. Ja. Man kann also richtig reingucken in die ganze Geschichte. Genau, weil das Dach auch abnehmbar ist. Das Dach. Ja, das muss man ja wahrscheinlich in dem Fall auch machen, sonst kann man ja seinen Freunden nicht zeigen, was in der Halle alles drin ist. Was in der Halle auch passiert. Genau. So, da haben wir es gerade noch mal gehabt. Kann man das noch mal haben? Das ist also, das passt also in die Halle oder auch kann man auch freistehend. Genau, man kann es auch in viele Industriehallen sicherlich einfach mit integrieren. Das ist auch eine Formneuheit für dieses Jahr, dass wir gesagt haben, so ein Bürokomplex, den man dann auch wieder noch mit anderen Produkten ausgestalten kann, Büroeinrichtungen etc., Beleuchtung. Auch da haben wir wieder ganz, ganz viele Möglichkeiten. Habe ich mir fast gedacht gerade, sonst hättest du es ja wahrscheinlich nicht erwähnt. Okay. Alles klar. Ja, so. Bei dem Erweiterungsset, wir waren gerade bei dem Erweiterungsset für die Gleisbauhalle, haben wir auch noch ein zweites Erweiterungsset für unsere schon am Markt befindliche Logistikhalle. Auch da wieder, das besteht aus zwei Elementen und ich kann die Logistikhalle, die wir im Kipri-Sortiment haben, auch unendlich verlängern, so dass ich dann halt auch selbst mir gestalten kann sagen, okay, ich brauche die jetzt nicht 4 Elemente, ich brauche sie 6, ich brauche sie 8 Elemente, so dass man auch da das Ganze so erweitern kann oder aufbauen kann, wie man das halt möchte, passend für seine Anlage dann die Sachen dann zu bauen. Man kann da ja auch noch ganz viel Gestaltungsspielraum. Ich kenne einen Modellbahner, der wird jetzt zugucken, der wird sagen, man kommt da endlich damit. Also diese Logistikhalle habe ich schon gesehen mit einem anderen Dach, also begrünt und mit Rasen drauf, also völlig anders
als wie es im Original oder was aus der Schachtel, aus dem Karton kam. Man kann also viele Dinge noch tun. Ja, man kann auch vieles dann selbst gestalten und ausbauen. Und das, genau. Da ist der Modellbahner ja doch ganz gewieft. Da muss immer Hand anlegen, sonst wird das nichts. Okay. So. Gucken wir weiter. Was gibt es noch? Hinter mir dreht sich was? Nee, das ist nicht. Das ist der Zwei-Wege-Unimog, den du hinter dir siehst. Ja. Und als nächstes kommen wir in den Ausgestaltungsbereich. Jetzt waren wir ja gerade schon im Bereich der Logistikhallen. Und dort haben wir dann überlegt, wir müssen ja auch die Ausgestaltung noch ein bisschen weiter treiben, nicht nur mit dem Bürokomplex, sondern auch Hochregale oder Regalsysteme. Dort haben wir 4 Regalsysteme, die man mit Böden auslegen kann, wo man dann Paletten reinstellen kann. Die kann man auch für viele andere Hallen nehmen, nicht nur unbedingt für unsere Logistikhalle, sondern auch da vielseitig einsetzbar, so dass wir auch im Ausgestaltungsbereich noch etwas dazu getan haben. Tja, da fehlt bloß noch was, man was reintut in die Regale. Da haben wir auch wieder noch Palettenstapler, die Paletten dort in die Regale heben. Auch da sind wir wieder, wie ganz am Anfang erwähnt, doch sehr gut aufgestellt und haben halt ganz, ganz viele Sachen. Ich kann dich mit nichts verblüffen. Ist unglaublich. Ja, manchmal schon, aber ich lasse es mir nicht anmerken. Okay. Ja, Thema Ausgestaltung sind wir schon bei der nächsten Wiederauflage, und zwar ein Alpenset mit verschiedenen, ja, das sieht aber nach Epoche 2 aus, würde ich sagen. Oder? Ja, das ist schon etwas älter, aber passt halt in jede Alpenregion. Mhm. Und auch da haben wir haben ganz viele Häuser aus der Alpenregion. Und da kann man das wunderbar zur Ausgestaltung nehmen, ob das die Wassertränke ist, ob das der Heuschlitten ist, die Heukarre. Das ist doch diese dreibeinigen, ist das für Heu oder ist das für Getreide? Ja, da fragst du mich jetzt etwas. Das war leider vor meiner Zeit, aber ich kann es mir nur als Ehren für Getreide zum Aufstellen oder für Heu zum Aufstellen, zum Trocknen vielleicht. Zum Trocknen von Heu. Könnte ich mir gut vorstellen, dass man das früher so verwendet hat. Ja, interessant, das finde ich sehr schön, ja. Ja, und dann bleiben wir im Gebäudebereich weiterhin. Und ja, eine zeitlose Fabrik, ein zeitloses Fabrikgebäude sollte jetzt eigentlich auf dem Monitor erscheinen. Dort ist es. Das ist mal, ich muss es jetzt mal sagen, ein affengeiles Teil. Also dieses Fabrikgebäude, also wenn man in der Eisenbahn unterwegs ist, wenn es denn wieder geht, ganz normal, man sieht ja, man fährt ja oft an solchen Fabrikgebäuden vorbei. Das ist wirklich eine zeitlose Eleganz. Die kann man in der Epoche 2, 3 unterbringen, aber auch in der Epoche 6, weil es die ja immer noch gibt. Mhm. Vielleicht sogar unter Denkmalschutz steht. Ja, die sind nach wie vor noch aktuell, weil sie eben unter Denkmalschutz stehen. Und hier befinden wir uns in der Epoche 3, so habe ich es gelesen. Und diese Fabrik ist eine Holzspielwarenfabrik mit einem lustigen Namen Specht. Das finde ich ganz witzig, passend zu Holzspielwaren. Aber auch hier wieder, Frank, ich habe es schon mehrfach erwähnt, die Ausgestaltungsmöglichkeiten sind hier grenzenlos. Ich hatte eigentlich erst gedacht, als ich diesen Behälter hinten gesehen habe, Hopfenbehälter, eine Bierbrauerei, aber okay. Das ist in der Holzfabrik ist es wohl der Spänebunker, würde ich ihn jetzt mal nennen. Gut, okay. Ja, dann im Gebäudebereich, wir sind jetzt noch im Gebäudebereich, haben wir leider nur ein Produkt in der Spur N, weil alles oder der größte Teil ist halt wirklich in H0 produziert. Leider immerhin. Ja, gut, aber das ist halt das Hauptgeschäft oder die Hauptnachfrage ist natürlich immer noch H0. Das ist das größte Geschäft, was man eigentlich hat in der Modellbahnbranche. Da höre ich jetzt gerade den Aufschrei. Ja, ich weiß. Aber es ist halt ganz, ganz schwierig, da Sachen in N zu finden, die auch den Zahn der Zeit treffen. Und hier sind wir halt, haben wir 2 Windmühlen, um das noch auszuführen. Und ja, genau, ich wollte ja sagen, das hast du Bock-Windmühle. Ich habe jetzt gerade gar keinen Plan. Ja. Heißt die Bock-Windmühle? Oder? Das heißt einfach nur Windmühle. Und das sind 2 Stück in dem Sortiment. Und ich habe nur leider kein schöneres Foto. Es mögen uns die Modellbahner oder sagen wir die Windmühlenkenner jetzt verzeihen. Dass wir uns da nicht so gut auskennen. Dass wir einfach nur gesagt haben, Windmühle. Aber es ist ja eine Windmühle. Ist sie wohl. Ja. Das stimmt, ja. Ja, dann kommen wir in den Fahrzeugbereich. Dort haben wir uns auch etwas überlegt. Hier sehen wir 2 Windkraftanlagentransporter mit einem, also bestehend aus einem Windrad, 2 Zugmaschinen von Mercedes-Benz und dementsprechend die Auflieger dazu. Da die erneuerbaren Energie spielt ja auch eine große Rolle und Windkraftanlagen entstehen ja noch und nöcher. Und somit haben wir uns überlegt, okay, so einen Windkraftanlagentransporter können wir machen. Wir haben die passenden Kräne dazu, die sie aufstellen. Wir haben
passende fertige Windräder dazu, um einen Windpark sich zu errichten, sind wir halt hergegangen und haben gesagt, okay, und dann machen wir einfach mal einen Windkraftanlagentransport. Ja klar, den sieht man ja allenthalben auf den Straßen immer rumfahren. Das ist sieht ja man so immer, immer mal wieder auf den Raststätten tagsüber, ja. Weil sie nur nachts fahren. Das stimmt, ja. Stimmt. Ja. Du sprachst Kräne an. Ja, wir haben im Keep-Resortiment ja ganz viele Mobilkräne. Mhm. Und du sprichst das Wort Kran an für das nächste Fahrzeug. Und zwar haben wir ja in 2019, wenn ich mich richtig erinnern kann, die Bundeswehrserie vorgestellt, wo wir einige Fahrzeuge haben, die Soldaten, auch aus der Emotion-Serie. Und dann haben wir uns gedacht, okay, wir erweitern das mal ein bisschen, bringen einen Mobilkran raus, hier einen Liebherr 1050-3, 3 für die 3 Achsen. Mhm. Und somit erweitern wir in diesem Feld dann halt auch noch die Bundeswehrserie, denn auch die hat ihre Anhänger und der ein oder andere baut sich irgendwelche Militärszenen sicherlich auch. Und da stimmt, habe ich neulich erst gelesen, dass also Modellbahner ganz erfreut sind, dass der ein oder andere sich dem Thema Bundeswehr oder Armee generell widmet, weil auch da gibt es Liebhaber, Sammler bzw. Leute, die also auf der Anlage das Thema verarbeiten. Und da finde ich es eigentlich ganz clever von euch, da mal an sowas mitzudenken. Es gibt halt recht wenige oder es ist halt ein bestimmtes Klientel, aber natürlich gibt es da einige Leute, die sicherlich auch sowas auf der Anlage bringen. Ich weiß zum Beispiel von anderen, die haben dann Züge mit den Transportfahrzeugen drauf oder beziehungsweise transportieren Panzer, LKWs etc. Ist ja auch im Bild normalerweise zu sehen. Tja, die Frage ist jetzt, was gibt es noch? Ja, was gibt es noch? Der Kameramann schüttelt mit dem Kopf, habe ich gerade gesehen. Also sage ich mal, Frank. Jetzt macht er auch noch so. Das heißt also, er hat nichts mehr zum Zeigen. Das heißt, waren wir doch recht schnell, aber wir haben alles gezeigt. Und ich finde, wir haben eine tolle Produktpalette und tolle Neuheiten. Für jeden etwas dabei. Genau. Und, liebe Modellbahnfreunde, lassen Sie sich es noch mal ans Herz legen. Manche sagen immer, oh, bloß so wenig. Ich meine, das macht alles Arbeit, das macht alles. Man muss sich Gedanken darüber machen, was man macht. Aber neben den wunderbaren Neuheiten kann man ja vieles kombinieren bei der Firma Viessmann. Ich denke da nur an diese Lampen. Ich fasse jetzt mal hier rein. Jetzt hast du sie kaputt gemacht. Nein, Quatsch. Das sind die sogenannten Stecksockellampen, die man also für die Straßenbeleuchtung haben kann oder auch die Bahnsteige beleuchten kann. Man muss halt nur mal gucken, wenn Sie sich für eine Neuheit entschieden haben, was kann ich noch miteinander kombinieren? Und ich bin mir ganz sicher, dass man bei Viessmann fündig wird. Ganz sicher. Vielen Dank, Frank. Ja. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. In dem Sinne, liebe Modellbahnfreunde, jetzt muss ich Ihnen was gestehen. Ecki hat das erste Mal mit mir hier vor der Kamera gestanden. Ich denke, er hat es prima gemacht. Und es wird auch sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein, könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Und da bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für diese Vorstellung. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse, liebe Zuschauer und liebe Modellbahnfreunde. Ja, und dann brauchen Sie eigentlich nur noch bestellen und einkaufen. Das wär's. Das wäre die logische Folge. Das wäre die logische Schlussfolgerung. Genau. In dem Sinne verbleibe ich ganz herzlich. Bis zum nächsten Mal. Ihr Frank Buttig. Tschüss.